Und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal der Modellbau. Ich bin der Sven und heute geht es weiter am Peugeot 205 GTI von XO Collection. Das Paket 12 hat mich erreicht und nicht nur das, es war noch ein Riesenpaket dabei, ein Monsterpaket. Ihr könnt es schon im Hintergrund sehen und zwar war diese Vitrine mit dabei. Ich habe mir jetzt mal meinen Bulli reingestellt, dass ihr mal sehen könnt, wie ungefähr die Maße sind. Der Sockel ist aus Holz. Also ich sage, dass es Holz ist. Also es greift sich auch so an und es ist auch vom Gewicht her so. Das andere sind Plexiglasscheiben. Und ich habe mir mal die Vitrine auch ausgemessen. Die hat ein Innenmaß von 70 cm, eine Tiefe von 30 und eine Höhe von 26,5 cm. Wenn man jetzt unseren Peugeot mal hernehmen und den einfach mal so davor halten, ist noch sehr viel Luft und können wir ihn auch wunderschön reinstellen. Und zwar jeder, der diesen Peugeot abonniert, bekommt diese Vitrine. Es ist nichts auf der Internetseite zu sehen. Ich war in Kontakt mit Marios Schiffsmodellbau und der hat dann mir erzählt, dass diese Vitrine bei jedem Abonnenten dabei ist und das finde ich richtig klasse. Also macht nicht jede Firma. Also ich wüsste nicht, dass es irgendeine Firma gibt, die diese Vitrine mit dazu gibt, ohne dass man einen Aufpreis macht. Finde ich super. Und ja, ich lasse jetzt erstmal meinen Bulli drin stehen, bis der Peugeot fertig ist. Und bis dahin haben wir ja noch allerhand zu tun, weil wir machen heute Ausgabe 45 bis 48. Und da bekommen wir die Interieurwanne und wir bekommen auch ein paar Teile mit dazu. Unter anderem werden wir auch hier einen Teppich einbauen. Das finde ich auch ganz super, weil sonst hat man ja das reine Plastik und das schaut dann natürlich nicht schön aus. Ne? Ja, ich würde sagen, ich hole euch ein bisschen dichter, zeige euch immer pro Bauphase die Teile und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Wir starten mit Bauphase 45 und da bekommen wir unsere Interieurwanne. Die ist in Rot gehalten, so wie die Außenfarbe von unserem Peugeot. Dann bekommen wir zwei Sicherheitsgurtführungen, AB-Schrauben und wir bekommen die ersten Teile von unserem Teppich. Das ist so, ja, wie Samt fühlt sich das an. Und dafür bekommen wir 5 Stück. Als erstes sollen wir das erste Teil von unserem Teppich anbringen. Das wird hier drauf gesetzt. Da müssen wir hier hinten einmal das so abziehen. Und jetzt müssen wir über die Löcher kommen. Ich fange an der Seite an. So. Das ging ja schon mal ganz gut. Jetzt biegen wir das hier einmal so runter in die dasselbe machen wir hier drüben. Der Seite. Hier kann man ein bisschen langstreifen. So. So.
Und das soll man noch so lassen, also dass es so nach oben zeigt. Und jetzt geht es an den Seiten weiter. Und zwar fangen wir, genau, wir fangen hier an. Da gibt es auch wieder so ein Teil. Den klebe ich noch mit euch zusammen drauf. Und das andere, also von der gegenüberliegenden Seite, mache ich dann für mich alleine. So, jetzt müssen wir schauen mit den Löchern, dass wir da übereinstimmen. Ich fange mal hier an. So. Haben wir das jetzt erwischt? Das? Ja, also wir müssen hier und hier mit den Löchern übereinstimmen. Jetzt können wir das hier schön festdrücken. Wieder nach unten klappen. So. So. Schaut da ganz gut aus. Und dasselbe wird jetzt auf der gegenüberliegenden Seite auch gemacht und das mache ich mal schnell. So, ich habe jetzt die andere Seite auch mit befestigt und jetzt sollen wir die Sicherheitsgurtführungen hier anbringen und das wird mit einer AB-Schraube verschraubt. Das machen wir auf beiden Seiten. So, das machen wir jetzt hier auch nochmal. So, jo, hier habe ich glaube ich ein bisschen zu fest gemacht. So, dann schaut das so aus. Und was uns jetzt noch fehlt, sind nochmal ein paar Teppichteile und zwar werden die hier angesetzt. Das funktioniert im Endeffekt genauso, wie wir das bei den anderen gemacht haben. Jetzt muss ich bloß das hier noch schnell abziehen. Erledigt. Und jetzt fange ich am besten hier auf der Seite fange ich an. Oder nee, ich setze hier an. Unten schön in die Kuhle rein. So. Und jetzt können wir das hier so rumklappen. So. Schaut doch ganz gut aus. Und dasselbe wird jetzt auf der gegenüberliegenden Seite auch gemacht. So, so schaut das fertige Ergebnis jetzt aus. Schön auf beiden Seiten. Und das war Bauphase 45 und jetzt schauen wir mal, was wir in der 46 alles bekommen. In Bauphase 46 bekommen wir Sicherheitsgurtverriegelung links und rechts. Das wäre jetzt hier die rechte Seite. Dasselbe haben wir dann nochmal für die linke Seite. Die Feststellbremshebelgehäuse. Das wäre dieses
Dann haben wir hier die Handbremse. Dann bekommen wir Handbremshalterung, also für die Mittelkonsole. Dann bekommen wir noch eine Klemme, AB-Schrauben und wieder vier Teile für unseren Teppich. Als erstes fangen wir mit der Handbremshebelhalterung an. Die kommt von unten hier so rein. Wird so reingedrückt und soll mit 3 AB-Schrauben verschraubt werden. Einmal hier. Ein bisschen von unten dagegen drücken. Jetzt noch hier oben, links und rechts. So, und dann machen wir noch einmal und dann haben wir das auch schon befestigt. Immer von unten dagegen drücken. So, so schaut das jetzt aus. Und ja, jetzt sollen wir wieder Teppichteile anbringen. Und zwar bekommen wir da 2 solche Streifen. Da ist hier so, geht es so leicht nach oben. Jetzt müssen wir nur schauen, welche Seite für was ist, weil man das so nicht richtig erkennt auf der Anleitung. Aber es soll auf jeden Fall von hier nach da gehen. Jetzt schaue ich einfach mal. So und so. So schaut es doch, glaube ich, ganz gut aus. Weil wir hier nämlich die Erhöhung haben, denke ich, dass wir mit dem auf der Seite richtig liegen. Ich kann dann nochmal die andere Seite ranhalten. Also so. Oder doch die. Ich würde sagen, die Seite kommt jetzt hier hin. Das heißt, wir wobeln uns das hier wieder ab. So, und jetzt fangen wir hier in der Seite an. Na. Sollte es jetzt so ausschauen? Nee, soll nicht so ausschauen. Das gefällt mir auch nicht wirklich. Aber wir können es ja nochmal abmachen. Wir machen es doch mal. Versuchen es mal auf der anderen Seite. Vielleicht ist es dann besser. Also ich zeige euch das mal in der Anleitung. Also hier haben wir diese 2 Teile und so wirklich erkennen tut man es nicht. Also vielleicht erkenne ich es da.
40G nennt sich das. Kommt. Also. Soll. Jetzt muss ich das richtig hinstellen. So, also das war schon richtig so. Und dann auf jeden Fall so. Oder sagen wir das ein bisschen nach oben ziehen? Also ich so ganz verstehen tue ich es noch nicht. So. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt so. So, die zwei Seiten habe ich jetzt dran. Und jetzt soll ja hinten noch ein Teppichteil hin. Da fange ich unten an. Es geht schon deutlich besser. So, da haben wir den auch dran. Und jetzt haben wir noch ein einziges Teil an Teppich. Das wird hier hinten so rangesetzt. Und das mache ich mal schnell hinter der Kamera. So, das Stück Teppich habe ich jetzt dran. Und jetzt dürfen wir wieder ein bisschen was schrauben. Ich tue das mal weg. Und zwar brauchen wir einmal dieses Teil. Dann brauchen wir den Handbremshebel. Der wird jetzt hier unten reingesetzt, und zwar, wie muss ich das jetzt halten am besten? Jetzt müssen wir schauen, dass wir den richtig reinsetzen. Jawohl, sitzt schon richtig drin. Jetzt brauchen wir diese eine Abdeckung, die wird hier drauf gesetzt, und dann brauchen wir eine AB-Schraube. Dann wird das miteinander verschraubt. So, zack. Bleibt auch oben. Losfahren. Halt. So, und jetzt brauchen wir wieder unsere Interieurwanne. Jetzt kommt das nämlich hier drauf. Und zwar genau so rum. Klack, klack. Und so weit hält es ja schon. Aber wir sollen das jetzt noch mit zwei AB-Schrauben miteinander verschrauben. Von unten schön festhalten. Einmal. So. Und was jetzt noch fehlt, sind unsere Sicherheitsgurtverriegelungen. Und zwar haben wir einmal die rechte Seite, die kommt hier hin, und dann die linke. So, siehst du wohl. Und ja,
Das war auch schon Bauphase 46 und jetzt schauen wir, wie es in der 47 weitergeht. In der Bauphase 47 bekommen wir die vordere, linke und rechte Seitenwand. Das wären diese Teile hier einmal für links. Dann haben wir die hintere, linke und rechte Radbogen. Auch hier ist gekennzeichnet mit R für rechts. Dann haben wir eine Fußmatte für den Fahrer und dann noch vier Teppichteile und AB-Schrauben. Als erstes sollen wir wieder Teppich einsetzen. Und zwar habe ich jetzt hier für die Fahrerseite mit den vier Löchern. Und da müssen wir auf jeden Fall übereinander kommen. Jetzt machen wir das, fangen wir mal hier an. Oder ich mache erst die Löcher. Wie machen wir das jetzt am gescheitsten? Ein bisschen hochbiegen. So. So, da haben wir die Fahrerseite auch. Und jetzt geht es im Endeffekt so weiter, dass wir für den Beifahrer die, ja, den Teppich einsetzen müssen. Dann kommt für hinten die zwei Seiten. Und das mache ich jetzt mal schnell hinter der Kamera und zeige euch dann das fertige Ergebnis. So, die Teppiche liegen jetzt alle drin. Jetzt sollen wir noch beim Fahrer diese Gummimatte reinsetzen. Die wird eigentlich nur hier oben so drauf gesetzt. Wenn sie halten würde, hält die? Nee. Die hält nicht. Werde ich die, denke ich, dann mit etwas Sekundenkleber festmachen, weil die hält nicht. Bin aber hier richtig drin in die Löcher. Gut, dann werde ich die dann mal festkleben. Die Matte habe ich jetzt mit Sekundenkleber festgeklebt und jetzt sitzt sie auch schön drin. Jetzt sollen wir den linken und rechten Seitenwandhalter ansetzen. Und zwar einmal so. Wird hier vorne so reingesteckt. Und soll noch mit einer AB-Schraube verschraubt werden. Dasselbe machen wir jetzt hier auf der rechten Seite auch. Also einfach bloß ein bisschen hier so drehen. Und dann können wir das wieder schön verschrauben mit einer AB-Schraube. So. Und dasselbe sollen wir jetzt auch hinten machen mit diesen, wie haben Sie das genannt, Radbogen. Und zwar von der anderen Seite. Und jetzt wird der hier so drauf gesetzt und auch mit AB-Schrauben verschraubt werden. Jetzt halten wir das hier mal so.
Tja. Entschuldigung. Wie macht man das jetzt? Wenn wir eine Schraube reinkriegen, das wäre ja schon mal was. Jawohl. Einmal haben wir. Jetzt müssen wir das wieder rumdrehen, denn der bricht uns das ab. So, jetzt machen wir hier noch die zweite rein. Schön vorsichtig, nicht dass uns das hier durchbricht. So, haben wir den ersten Radbogen dran. Dasselbe machen wir jetzt auf der gegenüberliegenden Seite auch. Dann werde ich mir schon mal eine Schraube vorbereiten. So, dann fangen wir mal hier an. So, bloß nicht drauf drücken jetzt, dann ist es ab. Hier nochmal nachziehen ein bisschen. So, da haben wir unsere Radbögen dran. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Geht es überhaupt noch irgendwie weiter? Nein. Ausgabe 47 ist damit durch. Und jetzt machen wir noch die letzte Ausgabe von Paket 12, und zwar die 48. Bauphase 48 bekommen wir die Mittelkonsole. Dann haben wir den Schalthebel. Dann bekommen wir den Schalthebel Sack Ummantelung. Der ist aus Gummi. Dann haben wir Steuerhebel Basis. Dann bekommen wir ein Radio, dass wir endlich Musik machen können in unserem Kasten hier. Dann ein Bedienfeld Mittelkonsole nennt sich das. Dann bekommen wir Entlüftungsgitter links und rechts, und wir bekommen wieder Teppich, und das erste Mal, dass wir keine Schrauben bekommen. Das heißt, wir dürfen das alles stecken. Als erstes sollen wir an unserer Mittelkonsole Teppich anbringen, und zwar kommen die hier ran. Jetzt fange ich hier unten an, dass wir das schön bündig hinkriegen. Ja, das ging doch schon mal super. So, dasselbe machen wir jetzt auf der gegenüberliegenden Seite auch. Wir die erstmal wieder. So. Fangen wir auch unten an, da wo dann mal die Lüftungsgitter hinkommen. So. Auch schön bündig geworden alles. Schaut super aus. Jetzt können wir die Lüftungsgitter anbringen. Und zwar einmal links. Da haben wir hier hinten drauf ein kleines L für links. Das wird einfach nur so drauf gesteckt. So, es muss richtig reinklicken. Dasselbe machen wir jetzt hier auf der rechten Seite. Na, es ging doch gerade eben schöner. Was ist hier los?
Einmal. So. Haben wir das auch erledigt. Soweit schaut es doch schon ganz gut aus. Das legen wir uns jetzt auf Seiten, weil wir brauchen jetzt dieses Teil. Da sollen wir unser Autoradio anbringen. Und zwar hier noch ganz schön zu erkennen mit Kassette. Das waren noch Zeiten mit Kassette. Haha. Na, das will nicht. Es geht auf der einen Seite recht straff. So, jetzt haben wir es drin. Jetzt wird das Ganze hier angesetzt. Und zwar haben wir hier so einen Schlitz. Hier haben wir diese Nut. Dann soll das hier so reingesetzt werden. Geht recht straff, aber passt. Jetzt müssen wir unseren Schalthebel noch machen. Und zwar einmal so, dann kommt das hier rein. So, und dann sollen wir auch den Schalthebel anbringen. So, sitzt schön drin, passt. Und jetzt kommt das Ganze von unten. Und zwar so. Ah. Jetzt ist das wieder raus. Jetzt ist der Schalthebel wieder raus. Also nochmal. So, laut Anleitung, dann kommt das so rein. Können wir ja schauen. Na, jetzt will er nicht mehr. Jetzt kommt das Ganze nur noch hier so rein. Das hält natürlich noch nicht. Aber ja, mehr soll man da gar nicht machen. Aber ich hole jetzt mal die Wanne hierher. Und dann können wir ja schon mal schauen, wie das ungefähr sein wird, wenn wir das hier draufsetzen. Ja, ist das Teil wieder abgegangen? Ich glaube, das muss ich festkleben. Das hält so nicht. Das hält so nicht. So. So schaut es dann aus. Schaut super aus. Und was richtig schön ist mit dem Teppich. Das finde ich richtig klasse. Was sagt ihr dazu? Könnt mir ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das findet, dass da jetzt schon so Teppich mit drin ist. Was natürlich, was jetzt bei den anderen Modellen nicht war, was ich bis jetzt so gebaut habe. Das hatte ich weder beim Manta, weder beim VW Bulli so. Also ich finde es super. 12 vom Peugeot 205 GTI ist jetzt hiermit abgeschlossen und ich habe das schon mal so drauf gesetzt. Natürlich hält das jetzt noch nicht richtig, weil unten drunter die Kabel sind, aber schaut doch ganz gut aus. Und ich habe schon mal in die Vorschau geschaut, was wir im Paket 13 alles bekommen. Und zwar bekommen wir da die Pedalen, dann bekommen wir den Kofferraum, der wird dann zusammengebaut und ja, ein Kabel kriegen wir mit dazu. Das ist dann, ich denke mal, für
das Bremslicht oder fürs Gaspedal. Schauen wir mal. Eins von den beiden wird es sein, weil Kupplung ist ja Quatsch. Ja, und nochmal zu der Vitrine. Also, wie gesagt, wenn ihr das Modell bestellen möchtet, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu unter www.xokollektions.com, ENFR oder sogar Deutsch. Eventuell schon. Weiß ich noch nicht, ob es da schon irgendwas gibt, aber EN, also für England und Frankreich auf jeden Fall. Und da könnt ihr das Ganze abonnieren und dann bekommt ihr auch so eine tolle Vitrine. Ja, das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Bleibt mir vor allem gesund. Bis dahin, tschüss, euer Sven.